Willkommen zu diesem Video. Heute geht's weiter mit der 1000. Folge von Dragons Ausstieg vom Berg. Und damit nochmal herzlich willkommen an alle, die gerade zuschauen. Ich kann mich bei euch nur bedanken für diesen kompletten Weg, dass ihr alle die ganze Zeit an meiner Seite wart. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach rein. Haben wir erstmal die wöchentliche Truhe, packen die uns natürlich erstmal ein und schauen dann mal, was hier denn sonst so noch alles für uns heute dabei sein wird. Wir haben viele Pakete, fast an die 100 Pakete dabei, sind auch viele Gratis-Pakete dabei, mehrere Rar-Pakete, auch ein paar Markenpakete und so weiter und so fort. Dann steht als zweites Ziel noch ein Premium-Paket mit drin, was bis jetzt noch nicht garantiert ist, aber was wir hoffentlich bekommen werden. Und dann natürlich auch den dicken Buffy, der beim Tagschatten wäre. Da müssen wir gucken. Das könnte alles ein bisschen viele Runen kosten. Und natürlich, was noch so ein innerer Wunsch für mich wäre, was wir aber wahrscheinlich heute nicht schaffen, weil wir da sehr, sehr viel Glück brauchen, wäre die Sammlung von Dragos Wuschelbeast. Wäre nämlich auch soweit fertig, fehlen nur noch ein paar sehr seltene Teile, die man aber aus Paketen ziehen kann. Und da wir ja heute eigentlich relativ viele Pakete haben, wäre es theoretisch möglich, dass wir es schaffen. Ob es wirklich passiert, kann ich euch nicht sagen. Können wir nachher sehen, werden wir nachher sehen. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir alle Sammler wie immer erstmal losschicken und dann gehen wir direkt ins Pack-Opening über. Der Plan steht soweit, dass wir sämtliche Gratis-Pakete, sämtliche Markenpakete öffnen. Dann haben wir 10 Season-Geschenkpakete, wo haben wir alles schon abgezählt vor ein paar Folgen, dass wir da auch die genaue Anzahl treffen, nicht, dass wir zu viele öffnen, weil wir wollen noch ein paar Sachen so aus der Season kaufen. Deswegen 10 Season-Geschenkpakete stehen für uns da. Ein Goldpaket, ein Markenpaket, ich glaube 3 seltene Pakete. Dann haben wir noch, ja, das werden wir dann sehen. Wir haben ein paar Spezialpakete, also so das grüne Paket dürfte dabei sein. Dann ist noch irgendein anderes Paket dabei. Dann haben wir mehrere Char-Pakete, 5 Stück, ich glaube an der Zahl. Und da müssen wir auf jeden Fall dann gleich mal reinschauen. Ich würde halt, wie schon gesagt, erstmal gucken, dass wir alle losschicken. Das können wir ein bisschen im Schnellverfahren machen, weil ich mal denke, dass es schon eine ganze Weile dauern wird, so viele Pakete zu öffnen. Das wird sich schon eine Weile in die Zeit reinschieben. Ich weiß nicht, ihr werdet es ja vielleicht sehen. Also ihr könnt ja unten nach, beziehungsweise ich weiß nicht, ob ihr nachgucken könnt, wenn jetzt der Premiere ist. Könnt ihr, ich glaube, nicht nachschauen. Aber wie schon gesagt, wir werden es ja sehen. Jetzt öffnen oder sammeln wir erstmal die Sommerstatue ein. Dann schicken wir mal die ganzen Kollegen, wie schon gesagt, jetzt so schnell wie möglich los, dass wir so weit wie möglich kommen. Hier hätten wir die Chance nochmal auf ein seltenes Paket. Wenn das jetzt drin ist, lassen wir den erstmal so sitzen. Aber das ist leider nicht drin. Wir kriegen leider den Gratnader, beziehungsweise Bernsteinader. Das Ziel wird sein, dass wir dicken Buffy mit freischalten mit dieser Folge, weil ich das erstmal wichtiger fände als ein Premium-Paket. Und deswegen werden wir so viele Runen reinpumpen, wie es braucht. Ich hoffe, wir schaffen das mit den paar Tausend, die wir jetzt haben. Und wenn es nil wird, dann ist es blöd, weil dann kriegen wir dicken Buffy wahrscheinlich erst in einer der nächsten Folgen. Wenn es wird, wäre natürlich super. Und ich denke mal, oder ich hoffe mal, dass es was wird. Und wie schon gesagt, mit dem Rest müssen wir gucken. Das ist Paket 1, das können wir uns gleich mal merken. Wir fangen mit einem Gratis-Paket an, haben 20 Fisch, ein bisschen Holz und ein paar Runen. Und ich würde sagen, wir können ja mit einem Gratis-Paket anfangen und auch mit einem Gratis-Paket aufhören. Das wäre nämlich auch irgendwie lustig, fände ich. Wir nehmen erstmal noch ein Gold mit, haben den Kollegen jetzt ausgebrütet, der kann jetzt erstmal dort chillen. Ohne Zahn bleibt erstmal zurück, da wissen wir noch nicht genau, was wir machen. Beim Tagschatten müssen wir dann gleich erstmal schauen. Dann schicken wir mal hier alle los. Da können wir einmal hier am Glücksrad drehen und wir bekommen einmal ein paar Runen. Wunderbar. 12 Stück, nehmen wir die mit. Dann kannst du wieder einmal los. Let's go. Dann haben wir hier Hakenzahn. Da können wir auch wieder im Glücksrad drehen. Da können wir vielleicht das Ei kriegen. Das wäre gar nicht schlecht. Da können wir nur aufsteigen lassen. Wir können heute auch mal schauen, wie es mit dem Aufsteigen aussieht. Denn wenn wir jemanden aufsteigen lassen, können wir da vielleicht auch nochmal ein paar Schuppen einsetzen, damit wir vielleicht doch noch irgendwie ein weiteres Paket oder so bekommen. Das können wir machen, nachdem wir mit dem Pack-Opening zum Großteil durch sind. Denn dann werden wir ein paar mehr Drachen haben zum Freilassen. Beziehungsweise zum Aufsteigen lassen.
Ich meine, klar, jetzt so Rar-Drachen oder gewöhnliche Drachen werden wir nicht nehmen, aber schon so seltene Drachen oder so oder Premium-Drachen, na gut, Premium-Drachen eher unwahrscheinlich, aber seltene Drachen schon eher wahrscheinlich, dass wir da welche nehmen werden. Hier haben wir noch Fleischklops, das ist erstmal der letzte Kollege, dann gehen wir in die Season gucken, dann sammeln wir dort kurz alles ein. Wir werden heute keine zusätzlichen Aufgaben wie verteidige Berge oder sonstiges tun oder machen, sondern werden dann direkt weiter durchstarten und direkt weitermachen. Für mich wird das jetzt wirklich... Es ist ein riesiger Schritt eigentlich, diese 1000. Folge, ne? Wie lange ich jetzt schon, seit über 3 Jahren, wir bewegen uns auf die 4 Jahre dazu, hinzu, bin ich hier dabei, mache YouTube täglichen Content. Ich habe sehr viele Leute auf der Zeit kennengelernt, muss ich ehrlich sagen. Es hat so vieles in meinem Leben verändert. Also, ist schon ordentlich. Und ich fand es auf jeden Fall richtig geil. Und genau so wird es natürlich weitergehen. Jetzt sammeln wir hier erstmal alles ein. Let's go und kriegen damit die nächste Belohnung. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht ist es nochmal Season-Währung. Wäre auf jeden Fall ganz geil. Müssen wir mal gucken. So, einmal das. Da können wir das einsammeln. Haben wir sogar nochmal 2 Pakete. Auch gut. Zum Briefkasten. Kann ich nicht anklicken. Dann muss ich hier hin. So, dann ist das im Briefkasten. Dann sind wir soweit dran. Wir fangen natürlich mit den Gratis-Paketen an. Werden davon jetzt relativ viele eröffnen. Dann würde ich mit den Markenpaketen fortfahren. Nach den Markenpaketen kommen dann die Rar-Pakete. Und dann geht es zu den wirklich starken und großen Paketen. Was seltenes Paket ist, was Spezialpaket ist, was Goldpaket ist, was klassisches Paket ist. Was Premium-Paket wäre. Aber wie schon gesagt, da probieren wir vorher den dicken Büffi ranzuholen. Das wäre mir wichtiger. Und dann müssen wir halt gucken, was noch so ansteht, was wir noch so holen können, was noch so schönes da ist. Wir können mal kurz grob sagen, wir haben jetzt mit 9.900 Runen angefangen, das Pack-Opening zu starten. Und schauen mal, wo wir am Ende sind, wenn wir wirklich eigentlich fast alle Pakete geöffnet haben. Wir haben, wie schon gesagt, noch ein Goldpaket und ein klassisches Paket. Da müssen wir noch schauen, da werden ein paar Odinsmarken überbleiben, aber da weiß ich nicht, ob wir damit was anfangen oder nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Werden wir wahrscheinlich eher länger sammeln. Aber müssen wir mal gucken. Wir werden nochmal ein paar Season-Pass-Aufgaben fertig kriegen, schätze ich. Gerade was so Pakete öffnen und Markenpakete angeht. Da wird, denke ich mal, nochmal was fertig werden. Mit einer Aufgabe, wo du Runen sammeln musst. Die gab es, soweit ich weiß, jetzt ja erstmal nicht mehr. Wir haben auch schon wieder ordentlich Odinsmarken oben drauf. Wenn ich mich nicht ganz irre, sollten wir auf über 1300 Odinsmarken kommen mit den ganzen Paketen, weil wir doch relativ viele Pakete haben. Gerade was Gratis-Pakete angeht, waren es, wo ich letztes Mal durchgezählt habe, ich glaube schon 20, 25 Stück. Das ist halt eine ganze Menge, da kommt eine ganze Menge dazu. Gerade auch relativ viel Runen kommen da noch mit rein, was auch ganz gut ist. Ich hoffe auch, dass wir ordentlich viel Fisch bekommen, was durch die Rar-Pakete auf jeden Fall gewährt ist. Da wird ordentlich Fisch rankommen. Weil Fisch wäre auf jeden Fall richtig schön, um dann unsere Leute nochmal zu füttern. Gerade Trick und Track. Die 3 Kollegen, also unsere Steinwallys, die ja unsere künftige Eisensammler werden sollen, die sind auf jeden Fall auch noch da und wollen auf jeden Fall auch was mampfen. Deswegen denke ich mal, können wir die auf jeden Fall damit auch zufriedenstellen. Müssen wir mal schauen, jetzt knacken wir mit diesem Paket erstmal die 10.000 Runen, da sind sie auch schon, sehen wir sie wieder, hat man erst vor kurzer Zeit, hat man wieder ein paar ausgegeben, vor allem durch die dicke Büffi-Sammlung, sind halt schon wieder relativ viele Runen draufgegangen, aber wie ihr merkt, haben wir auch schon nur durch Gratis-Paket die ersten 100 Runen auch schon geknackt und es geht einfach nur noch höher jetzt. So, weiter geht's, sind wir schon bei 1.200 41 mit dem nächsten Paket dann 1250 Runen, was auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Runen sind. Let's go, nächstes. Und das sind auch schon die 1250. Wir könnten auch mal, wenn ihr das wollt, uns irgendwie mal für nächste Zeit als Challenge setzen, 10.000 Runen zu sammeln. Das müssen wir einfach mal schauen. Nicht 10.000 Runen, 10.000 Odinsmarken. Weil das habe ich mal auf meinem Main-Account gemacht. Da gibt es auch ein Video dazu, das könnt ihr euch auch gerne anschauen. Habe ich den kompletten Odinsmarkt aufgekauft. Also alle Pakete und alles, was ging. Da haben die 10.000 Odinsmarken gereicht. Das hat mich wirklich lange Zeit gekostet, das zu sammeln. Aber ich glaube, da habe ich auf dem Account auch noch Daily gezockt und täglich 3 Pakete geöffnet. Und ich meine, ich kriege ja so schon 18. Mit 3 sind das täglich 54. Dann sind das nach 20 Tagen, sind das dann schon 1.000. Das heißt nach 200, also ich habe knapp über ein halbes Jahr gesammelt. Beziehungsweise sagen wir mal ein knappes halbes Jahr, weil du kriegst ja auch manchmal
Season Pass gab es da in der Art jetzt noch nicht. Deswegen, da gab es noch nicht diese 100 Ordensmarken. Aber es gab ja manchmal durch Spießenläufe oder so oftmals auch ein paar Gratispakete dazu und so. Da waren es natürlich immer mal wieder ein paar mehr. Dann habe ich da ja auch alle Jahreszeitenstarter und so. Wir sind jetzt schon relativ weit bei den Gratispaketen, schätze ich. Wir sehen dann, wenn es langsam aufhört, wenn hier unten das N, also hier ist ja ungefähr ein Paket im Postfach und hier ungefähr. Wenn das hier unten weg ist, dann wissen wir, dass das letzte Paket hier dann ist. Und dann haben wir natürlich noch das eine Paket, was wir für Werbung anschauen können oder bekommen, wenn wir uns Werbung anschauen. Und das kommt natürlich dann auch nochmal oben drauf. Aber wie schon gesagt, das würde ich dann ganz am Ende, ich hoffe, ich vergesse es dann nicht. Das wäre natürlich auch möglich. Aber ich hoffe es einfach mal, nee. Ich hatte jetzt nur noch mal nachgezählt. Vielleicht zählt da von euch jemand mit, wie viele Pakete wir eigentlich insgesamt öffnen. Also jetzt unabhängig von Gratispaketen. Aber vielleicht zählt auch jemand die Gratispakete mit. Wäre auch ganz cool zu wissen auf jeden Fall. Und wir können hier nochmal einsammeln, haben nochmal ein paar Runen. Kriegen dann hier gleich das nächste. Und bewegen uns gerade schon mit großen Schritten auf die 1350 Odinsmarken zu. Da sind wir auf jeden Fall schon mal gut dabei. Und die werden wir auf jeden Fall auch erreichen. Odinsmarken habe ich jetzt natürlich nicht geguckt, wo wir da gestartet sind. War ein bisschen blöd, aber naja gut. Wir haben auch schon die ersten 20 Pakete gleich geöffnet. Oder haben wir schon? Weil das sehen wir im Postfach. Wir sind schon bei der 70. Wir haben vorhin bei den paar 90 gestartet. Da ist auf jeden Fall schon einiges weggegangen. Und heute, wo das Video ankommt... Oh. Heute, wo das Video hochgeladen wird, ist der 21.07. Hätten wir das alles um einen Monat verzögert... Das heißt, der 21.08. wäre das an meinem Geburtstag hochgeladen worden, weil ich, mein Geburtstag ist der 21.08. Genau. Jetzt sind wir schon bei den 1350, die knacken wir jetzt auf jeden Fall noch, weil wir noch ein paar haben. So, hier haben wir nochmal einen Drachen, das war aber auch erst nicht so viel. Guck mal, wir haben hier noch 3 jetzt. 4. Und dann ist es das gleich schon. Es sind gar nicht mehr so viele Gratispakete. Das heißt, sind wir wirklich gleich schon durch. Also werden wir wahrscheinlich kurz vor den 1400 Odinsmarken Stopp sein, weil dann werden wir wahrscheinlich keine mehr haben. Aber das heißt, wenn wir bei knapp 1400 sind, dass wir in kurzer Zeit, also ich schätze mal so Folge 1005, dann schon wieder hier ein Goldpaket öffnen können. Weil wir doch schon, also wir haben jetzt schon mehr als doppelt so viel. 620 kostet der Spaß, ein Goldpaket. Und da wären 1240, das Doppelte. Und wenn wir jetzt auf 1240 nochmal 290 draufrechnen, sind wir bei 1330, sind wir bei 1530. Das heißt, es fehlen gar nicht so viele. Knapp 160 sind wir gerade noch. 160 Odinsmarken. Und es werden dann tendenziell immer weniger. Vielleicht knacken wir sogar noch die 1400. Das weiß ich nicht ganz. Was ich weiß, ist, dass wir schon die 10.200 geknackt haben. Das heißt, wir haben schon knapp 300 Runen nur durch Gratispakete. Und das dürfte jetzt vielleicht sogar das letzte Gratispaket aus dem Postfach sein. Kriegen wir sogar nochmal Eisen? Ist auch nie ganz schlecht. Nee, ist es noch nie gewesen. Okay. Das verwirrt mich jetzt. Achso, es hat einen neuen Holzslot geöffnet. Dann logisch. Aber wieso ist das andere Paket dann noch ganz oben? Verstehe ich jetzt gerade nicht ganz so, aber egal. Ist gerade nicht so relevant, es sollte jetzt eigentlich zu Ende sein, irgendwann mal. Hä? Wir haben die 1400 Odinsmarken geknackt, Leute. Let's go. Vor allem sind wir schon bei 13 Minuten und wir sind noch nicht mal zu einem der besseren Pakete gekommen. Wir sind einfach immer noch bei den Gratispaketen. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber gut, es sind halt schon irgendwie relativ viele Gratispakete. Und irgendwie werden die auch nicht leer. Das ist bei Gratispaketen immer schlimm. Wir müssen mal gucken, wenn wir dann wieder für ein nächstes Pack-Opening, keine Ahnung, vielleicht 1100, 1250 oder so, müssen wir mal gucken, wann wir das nächste große Pack-Opening machen wollen. Müssen wir halt schauen oder überlegen, ob es sich dann lohnt, die ganzen Gratispakete mit reinzunehmen oder ob wir die vorher öffnen. Das müssen wir sagen, das müssen wir uns mal überlegen. Jetzt holen wir die ganzen Markenpakete ran. Die gehen etwas schneller. Erstens sind es nicht ganz so viele, zweitens kann man direkt durchklicken, weil hier keine Drachen kommen können. Und da kriegen wir ganz viele Rekruten-Sachen, gerade Sturmschneid, Knochenräuber ist da richtig geil, weil die nutzen wir ja auch im Kampf. Und jetzt haben wir zum Beispiel den Sturmschneid-Oklär auf dem nächsten Level. Dann ist der sogar schon Level 20 hier auf dem Account. Das heißt, wir haben die nächstgrößere Stufe mal wieder erreicht, was auf jeden Fall auch geil ist. Und da können wir noch Level 20 machen. Jetzt noch ein bisschen Knochenräuber und Skrill wäre auf jeden Fall richtig saftig. Gerade Skrill wäre halt nochmal geil, weil der sowieso richtig hinterher ist, was die Level angeht. Aber das war's schon. Dann haben wir jetzt die Ra-Pakete. Da kriegen wir jetzt in jedem Paket Holz, Fisch, andersrum, Fisch, Holz, Fisch, Holz. Und dann immer ein Ra-Drachen dahinter. Die sind nämlich immer so aufgebaut. Die haben keine anderen Aufbau, die sind immer so aufgebaut, diese Pakete.
Und dann gibt es natürlich aber auch seltener Drachen. Die sind noch dabei. Und die meine ich zum Beispiel hier, dass dann, wenn wir aufsteigen wollen heute noch, gibt es da auf jeden Fall ein ganz paar, die wir aufsteigen lassen können. Wir können ja mal die Insel hier hinten jetzt so ein bisschen aufbauen. Alles mit seltenen oder höheren, also seltenen oder seltenere. Seltene Drachen oder etwas selteneres als seltene Drachen. Können wir ja dort hinstellen und mal sammeln und gucken am Ende, ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Was haben wir so dabei? Was sind das so für Drachen? Kann man mit denen irgendwas anfangen? Das können wir mal gucken. So, wir kommen dann auch, denke ich mal, langsam bald zu den interessanteren Paketen. Gerade Char-Pakete sind auch was Interessantes. Gold-Pakete, klassisches Paket, seltenes Paket. Da ist einiges schon noch, was auf uns wartet. Aber erstmal sind es noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Rar-Pakete auf jeden Fall. Wir können auch, bevor wir hier erstmal weitermachen mit den Rar-Paketen, können wir hier auf Freilassen drücken, können hier rübergehen und können auch hier nochmal ein bisschen füttern, dass die schon mal wieder loslegen. Und ihr seht schon, die brauchen auch relativ viel, was das Lager angeht. Also die schreddern mal so ein Lager schon fast alleine mittlerweile. Was eigentlich gar nicht mal so geil ist, finde ich. Aber gut, werden wir sehen. Wir kriegen die auf jeden Fall alle fürs nächste Level heute noch. So, geht's weiter hier. Hier haben wir nochmal ordentlich Fisch und Holz natürlich wieder. Den Kollegen können wir gleich freilassen. Ich hoffe, den probiert es jetzt hier zu platzieren. Achso, den probiert es gar nicht zu platzieren, wenn wir es nicht drücken. Wir sind mittlerweile schon bei der Hälfte. Also wir haben schon die Hälfte der Pakete jetzt ungefähr geöffnet. Und das waren natürlich jetzt erstmal alles ganz simple Pakete. Die richtigen Pakete kommen erst noch. Ich bin ja mal gespannt, wann die kommen. Jetzt sehen wir ja nur noch das letzte RAR-Paket und können die anderen gar nicht mehr sehen. Was auch ein bisschen Überraschungseffekt hat. Sobald die alle sind, kommen nämlich dann bessere. Da geht es dann nämlich, ich glaube, als nächstes auch schon mit den Char-Paketen weiter. Dort haben wir natürlich dann nur 5. Char-Pakete sind aber auch was sehr Schönes, sind auch relativ, also sehr selten eigentlich. Ich würde schon fast einschätzen, dass sie seltener sind als hier, ich komme gerade nicht drauf, seltener als seltene Pakete schätze ich schon fast, weil Char-Pakete, erstens kannst du nur eine maximale Anzahl an Char-Paketen bekommen, zweitens haben wir hier noch Elite-Pakete, okay, öffnen wir die auch noch schnell. Nee, aber du kannst nur an eine bestimmte Anzahl kommen, weil es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl an Familien und du kriegst die ja nur mit den Familien und ansonsten gar nicht. Und dazu ist es auch schwierig, also am Anfang ist es leicht, so die ersten 3 Familien und so gehen schnell, aber dann ist es schwierig, die Familien voll zu kriegen, weil dann geht es wirklich auf Events. Also die erste Familie kriegst du relativ leicht voll, das ist dann zum Beispiel so, wenn du mit Onizan die ersten paar Drachen suchst, das ist dann schon eine Familie, so die ersten paar häufigen Drachen. Und dann geht es weiter mit den schon etwas interessanteren. Und das ist dann zum Beispiel jetzt die jugendliche Springer oder also jugendlichen Nachtlichtersammlung und so. Jetzt öffnen wir die als nächstes erstmal. Und solche Sammlungen, die kommen dann. Die sind dann schon etwas schwieriger, aber noch nicht schwierig. Die gehen noch, aber dann wird es richtig räudig danach, weil danach kommen dann die wirklich schweren. Und mit den wirklich schweren meine ich dann sowas wie zum Beispiel Schnüffler. Der Kollege hier, Steinwallis, Sturmbringer, Premium-Drachen, immer selten und sowas dann. Die kommen nämlich dann als nächstes und die sind dann halt wirklich, also die gehen dann wirklich in die Zeit, da dauert es dann halt wirklich lange. Jetzt haben wir gleich schon die Grobians Horde-Pakete fertig. Wenn wir die fertig haben, haben wir erstens nochmal ordentlich, hier, Dings dazu. Häufig-Pakete haben wir auch noch, das wusste ich gar nicht. Aber hier ist nochmal ordentlich Fisch drin, was auch schön ist. Weil Fisch haben wir ja meistens ein bisschen wenig, kann man so sagen. Und da können wir jetzt zum Beispiel hier den Kollegen noch füttern. Der ist ohne dabei. Gut, der frisst jetzt nicht viel. Kann trotzdem ins Training. Aber gerade der hier will ja immer nochmal viel fressen. Kann auch ins Training. Und dann können wir weitermachen. 30 haben wir noch hier drin. Das Mächtig-Paket. Dann die Pakete. Hier Weiß-Paket. Dann, genau. Gut, dann würde ich, wenn ich das hier so sehe, jetzt erstmal die Char-Pakete machen. Danach Spießrutenlauf-Pakete. Danach Exklusiv-Pakete. Danach dann klassisches und Gold-Paket. Danach das seltene Paket. Dann dicken Büffi. Und dann Premium-Paket oder halt noch ein seltenes Paket, wenn es geht. Da müssen wir dann einfach schauen, wie es dann ausschaut. So, jetzt können wir erstmal den Kollegen noch freilassen. Wunderbar. Und dann haben wir hier das nächste. Wie schon gesagt, Char-Pakete sind nicht ganz so viele. Ihr seht aber, wie overpowered die sind. Erstens sind richtig viele Runen drin. Dann auch nochmal richtig Eisen. Also die sind eigentlich übelst gut, die Dinger.
Aber wie schon gesagt, man kriegt wenige und selten. Also wir haben jetzt über, ich weiß nicht, über wie viele Folgen. Weiß noch jemand das Startdatum, beziehungsweise die Startfolge, an der wir angefangen haben zu sammeln? Ab seit der Folge haben wir eigentlich durchgängig gesammelt und haben nichts ausgegeben, so eigentlich. Und haben auch die ganze Zeit Familien gefüllt, soweit es ging. Und da haben wir auch wirklich nur die 5 Pakete angekriegt. Also richtig, richtig anstrengend. Wir haben jetzt knapp 1300 Runen, wenn ich nicht lüge. Haben nochmal 1900 Eisen drin, was ganz geil ist. Jetzt gehen wir, ich denke mal, zum Mächtig-Paket über. Genau, da haben wir nämlich drei. Ne, erstmal das Spießenlauf-Paket wollte ich. Das wollte ich zuerst. Da haben wir auch schon den exotischen flüsternden Tod. Der ist ganz nice, gerade zum Aufsteigen lassen nochmal, weil den haben wir ja persönlich schon. Lass mal einmal hier stehen. Gehen wir ganz runter, weil da war das relativ hier, genau. Können wir das nächste Spießenlauf-Paket öffnen. Haben wir auch nochmal einen verteidigenden Funkenhüstle. Der kriegt dann natürlich diese Animation. Platzieren, let's go. Dann können wir weitermachen. Da haben wir hier nochmal 2 Stück noch. Da kriegen wir nochmal 2 exklusive oder seltene. Genau. Skrill ist auch nicht schlecht. Den können wir dann auf jeden Fall auch aufsteigen lassen. Gut, wir müssen gucken. Vielleicht können wir heute niemanden aufsteigen lassen. Es kommt dann noch darauf an, ob wir Rune noch haben oder nicht mehr. Wenn wir Pech haben, haben wir nämlich keine Runen mehr. Das wäre dann natürlich ein bisschen blöd, aber das wäre dann halt so. Hier haben wir einen Sturmschneid. Den können wir einmal so machen. Dann können wir auch platzieren. Wieso werden die denn so schräg hier platziert? Sehr komisch. Gut, dann können wir, ich glaube, jetzt schon zum Mächtig-Paket übergehen. Genau, jetzt ist das Mächtig-Paket dran. Nach dem Mächtig-Paket gehen wir zum grünen Paket. Wobei, nee, vor dem grünen Paket gehen wir noch zum klassischen Paket. Dann das grüne Paket. Vor den seltenen Paketen öffnen wir dann aber noch das Gold-Paket, bevor wir komplett durcheinander kommen. Ihr geht jetzt erstmal hier am Rand, damit ihr ein bisschen Platz sparen steht. Also ist komplett quer durch, ist so blöd. So, nächstes Paket, let's go. Und da haben wir nochmal ein bisschen Holz, bisschen Fisch und Bernstein. Wunderbar, und dann dürfte das schon das letzte, genau. Seltenes Paket, schwarz-weiß Paket, Türkis- und Blau-Paket und Grün-Paket haben wir. Dann gehen wir hier rein, können einmal das klassische Paket öffnen. Könnten wir schon ein Premium kriegen, schauen wir mal. Wir bekommen, oh mein Gott, wir kriegen einen Premium-Drachen. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Erster Premium-Drachen für heute, es ist Schleimball. Für uns leider kein neuer. Ist nicht schlimm, aber trotzdem richtig, richtig geil. Es ist ein Premium-Drache, der kommt hier hinten in die Ecke. Also, dass wir wirklich aus diesem klassischen Paket einen Premium-Drachen kriegen, hätte ich nie erwartet. Das hätte ich wirklich nie erwartet. Gold-Paket kommt gleich. Jetzt kommen erstmal die Schwarz-Weiß-Pakete. Let's go. Wir bekommen 500 Runen, nochmal 200 Runen, 1000 Eisen und Schattenjäger. Ist auch ganz interessant, den dürfen wir vielleicht sogar noch nicht haben. Genau, ist ein neuer für uns, sehr schön. Der ist neu, wunderbar, kann hierher. Gehen wir wieder rein, dann gehen wir ein Stück runter, können jetzt das blaue Paket öffnen, let's go. Haben hier, also Azur-Paket, Azur ist aber schon bläulich, hat man ja auch gesehen. Haben 12.600 Runen mittlerweile, also ist auch ordentlich hochgegangen. Da denke ich mal, kriegen wir auf jeden Fall dicken Buffy, also hoffe ich zumindest. Wir haben auch nochmal 2 seltene, das sind auch nochmal mindestens 900 Runen. Hier haben wir das Grünpaket, da kriegen wir nochmal ein bisschen Runen, 2 Sammlungsstücken und Steinschritter oder wie hieß er? Schneider? Schnitter, Steinschnitter. Für uns auch ein neuer Drache, den kenne ich sogar so noch gar nicht. Das habe ich bestimmt schon gesehen, wo der rausgekommen ist, aber hätte ich jetzt so nicht mehr im Kopf gehabt, aber sehr geil. Dann sind die Pakete hier durch, dann gehen wir zum Goldpaket. Das haben wir einmal hier und wir öffnen das. Kriegen hier dann einmal Eisen, Eisen, Runen, Runen und ein Dramillion obendrauf. Wunderbar, öffnen wir den. Hier leider nicht so viel Glück, dass wir nochmal ein Premium gekriegt haben. Dann haben wir jetzt die 10 Season-Geschenkpakete. Die dürfen wir nämlich nicht vergessen. Die stehen nämlich auch noch. 10 davon können wir öffnen. Dann müssen wir aufpassen, dann dürfen wir nicht weiter öffnen. Der Statue wäre natürlich absolut göttlich. Oder halt ein neuer Drache. Hier gibt es erstmal keinen Drachen, hier gibt es nur Holz und Fisch und ein paar Runen. Dann gehen wir aufs Kreuz. Haben wir hier das nächste Azur-Paket. Let's go. Wir könnten sogar einen neuen Premium-Drachen kriegen. Und zwar Ketzel-Kotzel. Schauen wir mal. Hier nochmal ein bisschen Fisch, ein paar Runen, Bernstein, wunderbar. Genau, Ketzel-Kotzel, dann kleiner Schatten wäre neu. Seeschrecken, Flinkteufel, Elsterglanz, Ruhseel, Sternbö. Flammenpeitsche wäre sogar nochmal ein neuer Drache. Auch geil. Also es gibt ein paar geile Sachen hier, da können wir auf jeden Fall noch was mitnehmen. Das ist jetzt Paket Nummer 3. Wir bekommen hier nochmal ein bisschen Holz, bisschen Fisch und einen Picknick. Gut, das ist jetzt nicht ganz so geil. Wie schaut es jetzt aus? Paket Nummer 4. Hier gibt es wieder ein bisschen Fisch, ein bisschen Holz und nochmal 200 Runen. Also Runen gehen auch echt hoch. Wir sind schon bei über 3000 Runen, fast 3500 jetzt.
Also läuft auf jeden Fall. Dann haben wir hier das Klo oder was auch immer das sein soll. Ich denke mal schon irgendwie Klo. Dann können wir hier weitergehen. Ich glaube, wir sind bei. Wir waren bei 15.000 Euro. Also wir können knapp auf 7.500 circa. Hab nämlich gerade nicht mehr so ganz im Kopf. Ich glaube, das ist jetzt das siebte. Genau, dann wäre dann jetzt hier Nummer 8 dran. Bis jetzt wirklich noch gar nichts hier gezogen, so richtig. Drachen wollen hier gar nicht. Bohnenstange haben wir schon. Also irgendwie sieht das hier mit den Season-Geschenkpaketen jetzt noch nie so überzeugend aus. Finde ich jetzt nicht ganz so geil. Müssen wir mal gucken. Dock und Enten, naja, so ohne so. Schauen wir mal, aber zwei machen wir noch. Und zwar haben wir hier erst nochmal ein bisschen Fisch. Ja, ein paar Runen sind auch nochmal dabei. Okay, und Season-Geschenkpaket, let's go. Letztes und hier haben wir nichts. Also dass wir aus diesem Season-Geschenkpaket, aus diesen 10 Stück, wirklich gar nichts kriegen, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber okay, dann ist das so. Dann ist das jetzt auch in Ordnung. Dann gehen wir hier aufs Kreuz. Dann gehen wir jetzt zu den seltenen Paketen. Da wird es nämlich schon wieder interessant. So, let's go. Wir kriegen nochmal 500 Runen. Hier nochmal zwei Sammlungsstücke und ein Silberphantom. Das können wir einmal ausbrüten. Das können wir auch wieder hier platzieren. Das hatten wir aber schon, genau. Und dann können wir wieder in den... Nee, nicht Season Pass, sondern hier reingehen. Gehen wir nochmal ein Stück runter. Und damit kommen wir zum letzten seltenen Paket. Oder zum vielleicht letzten seltenen Paket. Nehmen wir es einmal mit, öffnen das einmal. Und wir bekommen Runen. Hier nochmal ein bisschen Eisen. Leider kein Premium. Wir haben wirklich nur einen Premium. Den aus dem klassischen Paket. Hätte ich mehr erwartet. Also bis jetzt nur einen Premium-Drachen. Hm, ja, ist in Ordnung, aber ist ein bisschen schwach. Dann haben wir hier nochmal... eine Sammlung zum Einsammeln. Ich weiß gar nicht, welche ist. Genau die hier war es. Verteidigenden Hackadu. Können wir auch noch einsammeln. Den hat man uns ja extra aufgespart. Den können wir dann einmal platzieren. Zazzarab steht der auch. Dann können wir... Nein, nicht dahin. So. Und da können wir auf Feuerwurm gehen. Oder Donnerklaue. Gehen wir auf Donnerklaue. So, dann wie sieht's hier aus? Ja genau, hier haben wir jetzt noch 17 von 25. Das dauert halt noch ein bisschen. Das kriegen wir jetzt so wahrscheinlich nicht hin und 25.000 Runen haben wir nicht und die würde ich prinzipiell auch nicht ausgeben. Die würde ich für ihn nicht ausgeben, nicht, nein. Jetzt können wir hier weitermachen. Und es ist da falsch, schade. Das wäre natürlich jetzt legit geil gewesen. Das wäre jetzt also abnormal geil gewesen. Es kostet jetzt knapp 1.000 Runen pro Reise. Wenn wir ein paar Runen zurückkriegen, ist geil. Wenn nicht, ist blöd, aber dann ist es halt so. Ich hätte gerne vor, bevor wir unter 5.000 sind. Also wir können knapp 7 Suchen machen, dann wären wir unter 5.000. Und wir kriegen ihn jetzt schon. Wir haben noch 11.600 Runen und wir haben dicken Büffi. Da ist dieser wunderschöne Drache. 76 Millionen Fisch, 76 Millionen Holz pro Stunde. Fliegt 8 Stunden 50 Minuten. Ist wirklich der beste Sammler im ganzen Game. Was jedenfalls kurzzeitige Sammlung angeht. Sturmbringer dürfte noch etwas stärker sein. Braucht aber halt 2 Tage ungefähr. Und dann können wir gleich weitersuchen. Da gehen wir jetzt zu... Wieso ich nicht, wer ist denn hier der letzte, den wir... Ich gehe jetzt einfach mal zu dem hier. Müssen wir ja eine lange suchen. Den, ne? Den. Gratis. Da geben wir auch keine Runen aus. Dann haben wir hier jetzt nochmal den tägliche fertig und eine wöchentliche. Die bringen uns jetzt nicht viel, das ist aber in Ordnung. Dann gehen wir hier aufs Kreuz. Wir haben ordentlich viel Bernstein jetzt nochmal oben drauf gekriegt. Das ist ganz gut. Dann können wir, bevor wir jetzt ohne Zahn probieren, gehen wir erstmal hier rein. Ja, haben ein bisschen was bekommen. Schön und gut. Können nämlich einmal auf Duplikate gehen und haben dann hier einmal den Kollegen. Der kann hoch. Dann haben wir den Kollegen, du kannst auch. Hier war sonst niemand neu. Tramillion wäre noch einer. Flutsegler wäre noch einer. Dann Seidenspanner wäre noch einer. Silberphantom ist noch einer. Skrill ist noch einer. Sturmschneid ist auch noch einer. Tiefseespalte haben wir auch noch. Gut, das war der falsche Sturmschneid. Falsch. Hier lang. So, verteidige Berg müssen wir auch noch machen. Dann haben wir heute noch die letzte Aufgabe fertig. Genau, du kannst wieder, let's go, dann haben wir den Kollegen noch und dann auch der Wandsdrache, da können wir den hier freilassen, let's go. Damit sind wir bei knapp über 10.000, den Premium würde ich nicht aufsteigen lassen, fände ich jetzt nicht ganz so geil. Wir können jetzt noch probieren, einen neuen Legendären zu kriegen, das wäre noch eine Chance hier zu kriegen. 10.000, das heißt 4 Trades und wir bekommen einmal Fisch, einmal ein Gratis-Paket, noch ein Bronzes Aufstiegspaket und noch ein Häufig-Paket, okay. Sind natürlich jetzt alle im Postfach gelandet.
können wir alle öffnen. Fangen wir mit dem Gratis-Paket an. Gehen dann zum Fischpaket, weil das landet eh wieder im Postfach. Haben auch schon 520 Odinsmarken, also es fehlen jetzt wirklich nur noch knapp 100 Odinsmarken. Das ist sogar voll entspannt. Das geht sogar, hätte ich schlimmer erwartet. So, dann können wir das Fischpaket öffnen. Und dann gehen wir zum Häufig-Paket. Genau, wunderbar. Und zum Schluss dann zu dem letzten. Ich habe gerade gar nicht mehr im Kopf, welches war. Aufstiegspaket, genau. Bronze ist Aufstiegspaket. Let's go. Nehmen wir es mit und haben hier nochmal ein bisschen Fisch, bisschen Holz und einen Feldwächter. Hätten wir jetzt natürlich den legendären gekriegt, wäre das abnormal geisteskrank gewesen und wäre absolut geil gewesen, aber leider nicht. Wir gehen jetzt hier auf die Reise, probieren jetzt wirklich noch einen Premium, also ein Premium-Paket zu bekommen. Ich würde sagen, da machen wir 3 Reisen vielleicht oder so. Schauen wir mal. Die Chance ist halt relativ gering auf dem Premium-Paket, muss ich sagen. Weil uns fehlt halt hier einfach noch die ganzen Sammlungen. Vielleicht kriegen wir es trotzdem, schauen wir mal. Beziehungsweise wenn wir jetzt Premium-Paket bekommen, kriegen wir halt kaum Runen raus. Hier kriegen wir aber sowieso erstmal noch den Bernstein-Nadder. Schade, es wäre schon mal mit drinne gewesen, aber haben wir leider nicht bekommen. Okay, gehört auch dazu, kann man immer haben. Dann platzieren wir dich einmal, let's go. Dann können wir wieder zu Ohnezahn vorgehen. Es geht ja glücklicherweise über den Knopf relativ schnell. Dann können wir Ohnezahn wieder losschicken. Schauen wir mal, 400, da haben wir schon mal ein Seltenes mit drin. Das ist ganz geil, kann man nichts gegen sagen. Weil da könnte man vielleicht sogar... Oh, wenn da jetzt noch ein Premium kommt, dann ist das die beste Reise, die es gibt. Dann ist das das beste Glücksrad. Aber nein, leider nicht. Leider sind es Runen, 450. Wenn wir die bekommen, wäre ganz in Ordnung. Brauchen Thomas nicht unbedingt. Vielleicht das seltene Paket, das wäre dann ganz geil. Und es ist das seltene Paket. Schauen wir mal, vielleicht kriegen wir noch einen Premium-Drachen. Wäre natürlich jetzt nochmal richtig, richtig saftig, knaftig. Leider keiner. Nochmal 500 Runen ist nicht schlecht. Ein Sturmschneid, ja gut, ist in Ordnung. Brauchen wir halt nie. Brauchen wir halt nie, aber ist in Ordnung. Dann kann Unitzer wieder neu los. Ne, nicht suchen, sondern hier, Reise. Gehst du wieder los? Dann können wir dich wieder beschleunigen. 400 Eisen. Nee, jetzt kann ich nicht draufklicken. Muss ich hier rüber gehen. So. Dann haben wir hier jetzt noch einmal 350 Eisen. Kostet der Spaß. Okay. Und dann jetzt noch einmal. Oh, eine Milliarde Fisch. Gut. Es sind wieder die Runen. Ey, wenn hier keine Runen dabei wären. Das wäre so schön. Wenn es ein schönes Premium-Paket wäre. Aber nein, wir kriegen die 450 Runen, okay. Haben bei der Reise jetzt fast plus minus null gemacht, also hat kaum was gekostet. Aber okay, schauen wir mal, wir könnten den Fisch noch ein oder zweimal leisten, dann wird es knapp. Holz haben wir jetzt auch nicht, aber gut, Holz haben wir noch viel im Postfach. Ich hoffe halt einfach drauf, dass jetzt noch ein Premium-Paket mit reinkommt. Das wäre halt super. Ich würde, wie schon gesagt, dann so knapp... Also unter 7000 würde ich nicht unbedingt gehen, wenn es gerade noch eine Reise ist mit Premium-Paketen, der die unter 7000 kommt, okay. Aber unter 7000 würde ich sonst eigentlich nicht. Haben jetzt nochmal 54 Runen, das heißt die Reise war auch wieder relativ billig. Eigentlich fast nur die Beschleunigungskosten. Haben jetzt kein Holz und keinen Fisch mehr. Das heißt, wenn es das jetzt kostet, beziehungsweise können wir gleich, bevor es das kostet, einmal alles komplett auffüllen, so. Weil das wird es, denke ich mal, nochmal kosten. So, dann einmal so, so und 400 Eisen. Gut, 400 Eisen geht. Eisen haben wir gerade noch genug, da können wir auf jeden Fall ein bisschen was raushauen, das ist nicht das Problem. Seltene, beziehungsweise Premium-Pakete möchte hier einfach an der Stelle nicht. Finde ich echt schade, es könnte jetzt wirklich kommen. Weil eh eine Reise schaffen wir noch. Und gut, hier haben wir noch mal einen Bernstein-Nadder. Das ist in Ordnung, dann platzieren wir den jetzt nochmal. Let's go. So, und zap, so, rap. Dann Reise, Abfahrt, gehst du wieder los. Probierst es nochmal, es wäre schon geil. Es wäre schon legit geil. Hier haben wir schon mal nochmal für 800 Runen ein Premium-Paket drin. Ist nicht schlecht. Dann nochmal 350 Runen für einen Bernstein-Nadder-Ei. Und jetzt das seltene. Na, nee, schade. Wieder die Runen. Okay, das Premium-Paket ist drin. Wir könnten es kriegen, die Chance ist da. Und es sieht schlecht aus. Es gibt wieder den Bernstein-Nadder. Schade. Ein Versuch würde ich noch machen. Haben wir ungefähr 7 Reisen gemacht. Das sollte in Ordnung sein, denke ich mal. Ich hätte echt nie gedacht, dass wir so schnell den dicken Büffi kriegen. Der ist halt absolut geil gewesen. Dass das wirklich so schnell ging, hätte ich aber wirklich nicht gedacht. Jetzt hier nochmal 300 Runen und damit sind wir gleich schon bei dem Limit, wo ich nicht weiter runter will. 6000 war wirklich, ist wirklich Kotzgrenze dann. Weiter runter möchte ich auf gar keinen Fall und, nee, leider nicht. Leider haben wir es jetzt hier nicht dabei. Hier ist nochmal das letzte Glücksrad und wir kriegen Runen. Gut, sind wir auf wieder auf 6,5.
Aber ich würde sagen, wir hatten hier genug Versuche. Du kannst jetzt erstmal los. Da gehst du hier auf ganz entspannt zu Versänger. Kannst du den suchen. Der ist ein ganz guter. Der wäre ein einzigartiger. Würde ich gerne nehmen. Dann haben wir jetzt hier nochmal Bernstein. Nada. Da können wir die aufsteigen lassen. Kriegen 6000 Punkte. Dann sind wir knapp über den 7000. Gut. Dann können wir hier nochmal dreimal aufsteigen lassen. So, vielleicht kommt ja noch was bei rum. Ein Rar-Paket wieder. Gut, das würde ich... Ein Bronze, also Bernstein und nochmal ein Holzpaket. Okay. Nehmen wir das mit. Let's go. Einmal das Holzpaket. Damit ist das Holzlager halt gleich wieder voll. Dann gehen wir hier weiter zu dem Paket. Let's go. Und es gibt ein bisschen Holz, ein bisschen Fisch und nochmal einen Kettenschwanz. Okay. Gut, den lassen wir jetzt nicht mehr aufsteigen. Das wird sonst zu viel. Dann können wir jetzt aber nochmal einen verteidigen Berg gehen. Weil das war unser Ziel. Hier noch die 250 Flotten zu besiegen. Und da das jetzt die 250. Flotte ist, ist das wirklich nach dieser Flotte beendet, diese Aufgabe, endlich. Wir haben ewig dran gesessen. Und das schießen wir dort einmal rein. Dass das hier auch zur 1000. Folge was würde, hätte ich echt nie erwartet damals. Ich hätte es eher geschätzt, aber gut, wir waren manchmal ein bisschen am Bummeln. Und deswegen hat das halt sich dann doch schon gezogen. Das ist jetzt doof. Genau, das ist nämlich schon sinnvoller, wenn ich hier nochmal Aktionspunkte kriege. Wenn das hier weg ist, kann ich hier nochmal reinschießen. Das knallt auch nochmal ein paar weg. Und damit haben die gewonnen. Und wir haben die Flotte 250 besiegt. Kriegen jetzt 3 Schlüssel. Schauen mal, was da so bei rumkommt. Jetzt natürlich nochmal ein paar Runen oben drauf wieder. Wäre natürlich schön. Wir waren halt bei 14.000 Runen. Haben relativ viele Runen ausgegeben. Ist ja auch logisch. Das kostet ja auch alles einiges. Gerade jetzt dicken Büffi hier war schon teuer. Hat, ich glaube, 3.000 Runen gekostet. Und halt jetzt nochmal knapp die Hälfte von den Runen, die wir dann noch hatten. Hat auch noch ein bisschen gekostet. Runen waren jetzt leider nicht dabei. Wir haben aber diese Aufgabe fertig. Können sie einmal einsammeln. Und dann geht's jetzt weiter mit der Aufgabe. Begib dich 20 Mal mit der großen Überwilder auf die Suche oder fest den Dragus Buschelbeast. Gut, bringt uns jetzt nicht viel. Also die Aufgabe wird nebenbei erledigt. Aber wir kriegen daraus jetzt direkt keinen Vorteil. Haben wir nochmal das Grobians-Paket. Let's go. Und kriegen hier nochmal ein bisschen Fisch, ein bisschen Holz und ja, Fisch wieder. Dann öffnen wir jetzt zum Abschluss das Gratis-Paket. Let's go. So wie es angefangen hat, endet es auch. Und damit ist das das letzte Paket für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann sehen wir uns morgen wieder in aller Frische bei der 1001. Folge. Und dann geht's weiter. Und dann sehen wir uns später in den 2000ern und 3000ern und 4000ern wieder. Wird ein paar Jahre dauern, aber wird bestimmt witzig. Dann würde ich auch sagen, wäre es an der Stelle mit dem heutigen Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann vielen Dank nochmal an die Unterstützung von euch allen. Und bis morgen. Ciao, ciao, Leute.